vorgestellt. SVFCI or a Fate. Kampagne. Wir sind in Kapitel 4 endlich gelandet, haben x Versuche gebraucht, den Gestaltwandler zu schaffen. Und jetzt geht's um die größte Pastete der Welt. In diesem ersten Kapitel führst du Oko zum Auge, indem du eine Brücke reparierst. Nee, stopp, wir müssen da hin. Die größte Pastete der Welt. Eines musst du bereits gelernt haben, die Zyklen lieben Essen. Ja, das habe ich ganz klar gelernt. Und einige von ihnen sind sogar richtige Feinschmecker. Du lernst köstliche, füllende Mahlzeiten herzurichten und die Kochkünste deiner Zyklen zu verbessern. Begegne neuen Zyklen und rekrutiere Billy, den Bäcker, in dieser Erzählung der Freundschaft und feinen Küche. Gut, Zyklen sind omnivor und essen beinahe alles. Sie ziehen an furchtbaren Regionen vor. Klarung niemals ein Problem wird. In einigen Regionen ist das Land karg und nicht für die Landschaft geeignet. Die Stämme in diesen Regionen verfügen über einen Fallensteller. In anderen Regionen gibt es hingegen kaum Wild. Dort bauen die Zyklinge Getreide an und essen kein Fleisch. Doch auf ihren Reisen müssen die Zyklinge lernen, sich an die Biome anzupassen, auf die sie stoßen. Sie essen, was auch immer sie finden können. Zwischen ihren Rasten wandern sie oft eine lange Zeit, ohne ihre Vorräte auffüllen zu können. Häufig müssen sie ihre Rast mit einem großen Vorrat an Nahrung verlassen, um unterwegs nicht zu erkranken. Kleine Stämme tragen häufig Früchte in ihren Bündeln. Genug, dass niemand hungern leiden muss. Doch je größer ein Stamm wird, desto wahrscheinlicher ist es, auf ein paar neue Formen zu treffen. Zöglinge werden Köche und bereiten weitaus nährstoffreiche Rationen zu. Okay. Gut. Seit dem Beginn des Exodus haben Raya, Yu und Sodas nur rohe Kybrikas gegessen. Niemand von ihnen hat je kochen müssen. Doch während ihrer Reise sprechen sie begeistert über all die köstlichen Mahlzeiten, die sie auf den großen Treffen erwarten. Solche Vielfalt, solch Geschmack. Die drei Reisenden können es nicht erwarten, aus Auge mit einem großen Banketttafel und fröhlichen Gesängen zu erreichen. Sodas freut sich besonders auf die dort zu findenden Mahlzeiten und träumt sogar von dem frischen, noch warmen Brotlaib. Hier ist eine Karawane mit drei Zöglingen. Der Stamm ist soeben an der Rast eingetroffen und hat sich eine strategische Portion ausgesucht. Sie haben immer noch ein paar Kybrikas in ihrem Vorrat, doch sie werden nicht ausreichen, um alles bis zur Abreise zur nächsten Rast zu ernähren. Wechsle zur Karte. Kein Ziel ausgewählt. Klicke auf den Trick auf der Karte, um ein Ziel auszuwählen. Okay. Ja, geht ja nur dieser dann. Den haben wir dann ausgewählt. Der Stamm muss einen Gebirgsfass überqueren und wird nur langsam vorankommen. Einen kleinen Hunger zu leiden, wenn die Zügler eine Menge Rationen brauchen. Sie müssen sich außerdem warm halten und benötigen Steigeisen, um den vereisten Gipfel sicher zu besteigen. Okay. Ja, dann wieder raus aus der Karte. Der Stamm muss 300 Rationen herstellen, um einen Pass zu überqueren. Angesichts der Rohstoffe dieser Rast hat Raya bereits eine Bäckerei errichtet. Die Bäckerei ist ein Gebäude zur Herstellung von Rationen aus Getreide. Brot ist ein grundlegendes Rezept, das alle Züglinge herstellen können. Errichte einen Bauernhof, um Getreide zu sammeln. Hinweis, Kybrikas können immer roh verzehrt werden. Du kannst mehr davon sammeln, wenn deine Vorräte zu Neige gehen. Backe Brot in der Bäckerei ist das Ziel. So, das heißt, wir müssen jetzt diese Klamotten alle haben, um weiterzukommen. Wir müssen jetzt aber erst eine Dingens backen, einen Bauernhof machen, um die Bäckerei in Betrieb zu kriegen. Das bedeutet, was haben wir hier? Also da wir immer verhungern, würde ich jetzt erstmal ihn hier... Habe ich ihn schon ausgewählt? Nein. Er macht erstmal das Essen. Und er... Jetzt habe ich Raya. Raya war der Baumeister. Raya kann dann definitiv auch einen Bauernhof bauen. Wo gibt's den? Hier. Okay, da wird's Holz geben. Wir bräuchten Steine. Ja, ich glaube, wir machen das mal so. Ach so, das kann man nur auf diesen geschreiften Feldern machen. Wo ist er da? Dann baut er das mal dahin, weil da gibt es ja auch Kybrikas. Das wäre blöd, wenn wir das so machen. Gut, das war ja schon erledigt. Jetzt haben wir noch einen über. Ne, Raya hatten wir gerade. So, das ist untätig. So, das. Der Bauernhof ist ein Rohstoffgebäude, das etwas anders funktioniert als die anderen. Es muss direkt auf fruchtbarem Land gebaut werden, wo die Zöglinge Getreide anbauen können. Errichte einen Bauernhof auf den eigenen Hexagon. Ja, haben wir gerade schon festgestellt. Gut, danke. So, das heißt, er macht Kybrikas, der andere macht den Bauernhof und der dritte geht erstmal Land erkunden. Und das können wir hier unten machen. So, dann sind wir schon in der ersten Runde durch, würde ich sagen. Ne? Okay, da gibt es schon mal hier Fälle. Die brauchen wir ja auch, weil es kalter Winter ist. Gut, er macht Kybrikas, er macht hier, das würde ich sagen, machen wir dann gleich. Ja, kann er wohl noch nicht, ne? Oder? Ach, es fehlt das Gebäude dazu, okay. Da brauchen wir eine Weide. Ach, warte mal.
Ah, leider ist das nicht mitgezogen, was wir letztens hatten. So. Dafür brauchen wir natürlich hier Steinerz und Holz. Haben wir nicht. Aber das haben wir. Ja, dann nützt ja nichts, dann bauen wir das dahin. Soll er das mal bauen, damit wir das da dran kommen. Wird ja nicht anders funktionieren, würde ich sagen, ne? So, er macht das, er macht das, er macht das, dann geht's weiter. Runde 2. So, jetzt ist der Bauernhof fertig. Der Stamm muss 300 Rationen herstellen, um, das passen, ne, um den Pass zu queren. Angesichts der Rohstoffe dieser Rast hat 3 er bereits eine Bäckerei errichtet. Der Bäckerei ist ein Gebäude zur Herstellung von Rationen aus Getreide. Ja, das hatten wir jetzt schon. Aber wie funktioniert der Bäcker? Dann soll er Brot backen, oder? Weiß zwar jetzt nicht. Was war denn das dritte Zeichen hier? Obstpüree, okay. Aber er soll das machen. Hier kann man auch nichts anklicken. Das geht wohl von alleine vielleicht. So, das bedeutet nächste Runde, oder? Wir haben nur noch 30 Holz. Und haben jetzt hier eine Weide. Das heißt, er kann jetzt hier definitiv das machen. Macht ja auch Sinn erstmal, ne, oder? Essen wird abgearbeitet. Wir müssen den Rest auch noch untersuchen, ne? Aber jetzt ist es erstmal hier so. Wird ein Züchter. Ja, weiter. Gibt es ja eine Meldung, wenn, ne? Was sind das für ein Vieh? Ein Lasttier gibt es da. Okay. Also okay, weiß ich jetzt nicht, ob wir das brauchen oder nicht brauchen, aber eine Meldung gibt es ja erstmal nicht. Wir müssen erstmal das Brot backen, ne? Ah, der kocht, okay. Dann sollte es wohl funktionieren, oder? Runde 6. Oh, er hat nicht genügend Rohstoff für die Erstellung vom Brot. Ach, jetzt geht das mir mal. Voll doof, oder? Aber der eine muss Essen weitermachen, sonst sind wir nachher wieder gestorben. Schade, dass das eben nicht schon ging. Aber da musste das vielleicht wachsen. Das könnte natürlich sein. Das war zuerst hier nicht zu sehen, das Getreide. Ja, geht nicht weiter. Ja, wird erst Getreide gesammelt. Jetzt haben wir 40, ne, ist noch nicht angekommen. Na bitte, jetzt haben wir Getreide im Vorrat. Jetzt kann Raya anfangen, Brot herzustellen. Teil der Raya der Bäckerei zu, um mit dem Herstellen vom Brot zu beginnen. Ist das hier Raya? Ja. Raya ist ja auch ausgewählt. Dann soll er backen. Aha, der macht immer weiter da, wenn man den einfach machen lässt. Aber wir wollen jetzt erstmal so weit kommen, dass es einfach nur gebacken wird. Wo ist denn das Brot hier zu sehen? Nirgendwo, ne? Das Tier ist immer noch da, das Lasttier. Okay. Achso, hier geht's auch noch weiter. Zögling lieben köstliche Gerichte und werden immer zuerst Rationen essen, bevor sie Kybrikas verzehren. Sie brauchen jede Runde 6, solange sich Rationen im Vorrat befinden. Und dann weiter essen sie jede Runde 6 Kybrikas. Stelle notwendigen 300 Rationen her, um den Pass zu überqueren und nähere dabei außerdem noch den Stamm. Ja, das wird ja spannend. Aber wir haben 22 Rationen schon fertiggestellt. Das ist ja krass, oder? So, das heißt, ich habe jetzt fast die Vermutung, dass er dann besser hier das macht, ne? Damit wir das voranbringen. Anders funktioniert das wahrscheinlich nicht. Haben wir Rationen? Ja, 22 steht ja hier auch. Gut, dann machen wir das weiter. Hier haben wir jetzt 84 Wolle. Wenn wir die Wolle hier zusammen haben, wechseln wir das ins Dingens, ins andere. Und bauen dann irgendwas auf. Gut,
44 Rationen, jetzt nur noch 26, weil sie gegessen haben. Und da fehlen jetzt die Rohstoffe. Ja. Aber das müsste ja jetzt gleich wieder klappen, weil der Yu das Getreide gesammelt hat. Oder auch nicht. Ja, jetzt kommt es erst rüber. Ich weiß nicht, ob das 40 sind, die er da auch braucht. So, jetzt haben wir Dingens, seine hat abgeliefert hier, der Sodas. Sodas muss jetzt was anderes machen, weil das ist ja erstmal genug. Wolle haben wir ja genug, jetzt müssen wir das andere finden. Ich denke mal, wir gehen mal hier hin und gucken, was es hier gibt. Wofür das Last hier ist, steht hier leider noch nicht. 262, 44. Ich glaube, das sind immer nur 44. Das sieht so aus, als ob wir zwei Bauernhöfe brauchen. Hier können wir aber Stein abbauen. Dafür brauchen wir aber ein Gebäude, dementsprechend. So, dann kann er das Gebäude dafür bauen. Den Steinbruch. Was brauchen wir denn dafür? Holz. Und wir brauchen natürlich auch das andere Material, was wir hier gar nicht haben jetzt. Oder was? Erz fehlt uns. Oder 100 Holz. Das heißt, bauen wir Holz hier ab. Zurzeit können wir da nichts mitnehmen, aber wir müssen erstmal gucken, dass wir das zusammenkriegen. Ich glaube, das geht erstmal so. Ich weiß nicht, ob das mehr wird. 26. Zwei Runden später ist wieder weniger, ne? Ja. Jetzt haben wir 14 Holz irgendwie. Das mit dem Brot klappt noch nicht so. Wir sollten ihn ja nochmal Köbrikas sammeln lassen, bis wir hier einen größeren Vorrat haben. Weil jede zweite Runde geht da nichts. Blöd ist, dass 6 Rationen hiervon gebraucht werden oder auch 6 Rationen davon, ne? Wahrscheinlich ist aber das Getreide permanent da, während die Köbrikas irgendwann weg sind. Gut. Müssen wir aufpassen, was da so passiert jetzt. Ich glaube, 100 braucht man für den Steinbruch da, ne? 100 Holz. Jetzt haben wir 88 Getreide. So, der ist mit 40 zur Karawane. Das heißt, ich würde ihn jetzt auf jeden Fall hier hingehen lassen, weil da haben wir jetzt 88. Sind da 20 weniger? Hat er die schon gebraucht oder was? Ah, er hat aber auch schon 20 hier gemacht wohl. Okay. Raya arbeitet jetzt als Koch und hat aber auch schon das beendet. Dann war da noch die Hälfte drin oder was? Okay, machen wir erstmal weiter. Eine befreundete Karawane trifft an der Rast ein. Es handelt sich um einen anderen Stamm von Zöglingen auf dem Weg zum Auge. Die Karawane wird nicht rasten, sondern durchquert lediglich die Region. Stämme, die einander auf dem Weg zum Auge begegnen, helfen einander, wenn möglich. Es ist also immer eine gute Idee, sich die Zeit zu nehmen, andere Zöglinge zu treffen. Der befreundete Stamm wird Hilfe und Handel anbieten. Teile einen Zögling zu, um sich mit ihnen zu treffen. Okay. Das heißt, ich werde den Bäcker da wieder rausnehmen. Ah ja, er ist schon ausgewählt. Und der soll sich mit denen treffen. Weil in der Zeit kommt Getreide rein und das ist alles gut. So. Die Karawane möchte handeln. Nicht genügend Rohstoffe. Billy hat bereits seinen Stamm... Jede Begegnung hat 3 Optionen. Du kannst nur eine davon wählen. Also entscheide ich gut. Dreier, Yu und Sodas können ein wenig... Hilfe gebrauchen. Billy, ein Mitglied des befreundeten Stamms, möchte helfen und willigt an, einen deinen Stamm beizutreten. Rekrutur, ja, okay, dann bleibt ja nichts anderes. Das andere geht ja sowieso noch nicht. So, jetzt haben wir 4 Leute, die wir mit Essen, ne, machen müssen. Das ist schon das Nächste.
Der Stamm ist gewachsen. Willkommen, Billy. Billy ist jetzt ein Teil dieses Stammes aus 4 Zöglingen. Raya mustert Billy aufmerksam. Dieser Stamm muss jetzt einen weiteren Zögling ernähren. Wer die anderen braucht auch Billys 6 Rationen pro Runde. So sieht's aus. Das habe ich schon vorausgesehen. Billy ist ein erfahrener Bäcker und kennt verschiedene Rezepte. Die Rezepte eines Kochs auf einer höheren Stufe sind effizient und geben verglichen mit ihren Rohstoffen mehr Rationen. Raya bietet Billy die Bäckerei an. Gut. Das ist Billy. Billy geht in die Bäckerei und kann schon mehr machen. Kübrikaskuchen. Obstpüree. Lebkuchen haben wir nicht. Aber das hier haben wir. Wir haben Kürikas. Dann macht er das. Das soll ja effektiver sein dann. Das ist gut. Aber dann brauchen wir auch einen, der Kübrikas sammelt. Ne? Das ist auch klar. Also da ein. Aber wir haben ja einen mehr. Muss ja gehen. So, was macht jetzt wer hier gerade? Billy? Kein Handwerk? Wird ein Bäcker. Passt. Aber hier haben wir noch. Wo ist denn der zweite? Da ist er. Raya. Was hat Raya gemacht? Der hat Holz gesammelt. Das heißt, er geht auch wieder Holz sammeln. Erstmal noch. Wir brauchen noch was. Raya kann da kein Holz sammeln. Kann das da sammeln? Ich weiß nicht, warum er nicht kann. Dann geht er erst dahin. Nächste Runde. Läuft. Ach, der ist schon besetzt. Shit. Was hat Raya denn eben gemacht? Deine Karawane hat jedoch nur 3 Behausungen. Zöglinge können rechtlich pingelig sein und atmen nur, wenn sie einen Schlafplatz haben. Wenn du keinen Platz für einen 4. Zögling schaffst, wird der zuletzt Zögling wie die andere Rezeption pro Runde verspeise, aber nichts dafür unternehmen. Zeltlager sind anbauten. Sie werden auf Rind Nüffeln erbaut und folgen der Karane zwischen Rassen. Zelte werden nicht zugeteilt, also zählt nur, dass die Gesamtzahl an Behausungen der Zahl der Zöglinge entspricht. Errichte ein Zeltlager, damit alle Zöglinge arbeiten können. Okay. Raya. Ah, das ist ja super. Der macht jetzt nichts. Ah, dann kann er ja auch wenigstens da oben hingehen, weil laufen tut er ja. Und dann müssen wir einen rausnehmen. Getreide ist noch da. Das heißt, Yu muss jetzt mal ein Zeltlager bauen. Dafür müssen wir dieses Tier da erstmal einfangen. Yu, Lasttier besorgen. In der Hoffnung, dass es so funktioniert. Haben wir alles soweit, oder? Ich glaube schon. Oh, da ist ein Wald gewachsen. Yu geht zur Arbeit. Oh ne, der ist nicht gewachsen, der ist entdeckt worden. So sieht's aus. Essen 152 und 112. Okay, da geht was. Wir haben auch noch Getreide. Okay, da ist hier das Erz. Und da gibt's noch so ein Vieh. Und jetzt tut er hier ihn bezirpsen. Der sammelt jetzt das... Keine Ahnung, wie es heißt. Der ist untätig. Der kann aber schon mal hier zum Bauernhof gehen. In der Hoffnung, dass das alles so richtig ist, was wir gerade machen, ne? Essen ist genug da. Getreide ist gleich alle. Die Karawane zieht durch. Ich hoffe, das ist noch die gleiche, ne? Also er braucht wohl noch was, denke ich mal. Holz ist aber genug da. So, das braucht jetzt nicht mehr sammeln. So, das soll jetzt was bauen. Das Zeltlager braucht man noch das Vieh. Das ist nicht möglich. Aber wir wollten noch was bauen. Eine Mine können wir bauen. Achso, das ist wieder... Die Steine brauchen wir jetzt nicht wirklich. Jetzt machen wir erst die Mine dahin. Weil dann können wir das abbauen, dann kriegen wir das auch zusammen. Ja, ich glaube, die Runde ist dann erstmal wieder durch. Essen haben wir 241 Portionen, das ist schon mal cool. Und das Tier ist jetzt auch gesammelt.
Das ist schon am Ballon hier. Das heißt, Yu kann jetzt das Zeltlager bauen. Oder auch nicht. Ach, der muss es erst noch zurückbringen. Und dann brauchen wir noch Holz. Alles klar. Das heißt, wir sind mit der Runde erst durch. Glaube ich auf jeden Fall. Ja, verstehe ich jetzt noch nicht so ganz mit dem Tier. Züchter bringt Rohstoffe zurück. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, Portionen sind ja erstmal genug da, ne? Wo ist er hier, der Koch? Billy kann jetzt erstmal Holz schlagen. Weil das war auch gerade wichtig. Ich glaube, der hat sowieso nicht mehr genug Dingens hier. So, jetzt haben wir das Tier da. So, er kann jetzt was bauen. Nee, kann er nicht, weil das Zeltlager braucht noch Holz. Das heißt, er geht hier hin und macht das. Jetzt müssen wir erst 50 Holz zusammenkriegen. Er ist untätig. Warte, er macht Holz. So, das ist untätig. Wo ist so das? So, das machen wir Kürikas. Oder besser machen wir Getreide, aber das macht schon ein anderer Zögling. Das war nämlich der dann. Dann macht so das noch Kürikas, das passt schon dann. Jetzt haben die wahrscheinlich die Plätze gewechselt, weil ich ihn nicht gesehen habe, wo er war. Aber ist jetzt auch nicht sehr. Ach so, hier hinten, das ist ja das. Ah, ja, ja, genau. Aber wir brauchen jetzt erst das Holz. Wollen wir hoffen, dass wir das irgendwie so hinkriegen, ne? Rationen sind ja jetzt nicht wenig. Wir brauchen aber Getreide als nächstes. Holz kommt jetzt rein. Einmal müssen wir noch, damit wir die 50 Holz zusammen haben für, weiß ich, was wir noch bauen mussten. Ach, das Zeltlager. So. Er bringt jetzt das Holz weg, dann ist genug. Dann heißt, er kann jetzt wieder hier. Wer ist das? Billy. Billy ist der Bäcker. Der kann jetzt das leckere Essen wieder machen. So. Und so das. Bringt die Rohstoffe zurück. Das soll er noch machen. Und jetzt kann er dann ein Zeltlager bauen. Raya. Geht zur Arbeit. Zeltlager bauen. Machen wir dahin. Oder, ne, da sind Kürikas drauf. Okay, dann heißt es, Geldzeltlager bauen wir dahin. Wo ist er jetzt? Da. Hier ist nichts drauf. So, jetzt passt's. Ist das sofort da, aktuell? Ne, muss wohl noch eine Runde dauern. Oder auch zwei. Oder auch drei. Ja, gut. So, Zeltlager ist da. Das heißt, er kann jetzt hier bauen. Ach, da ist ja schon einer drauf. Okay, nee, dann kann er hier abbauen. Die Wolle ist jetzt nicht mehr da. Dann geht er Wolle sammeln. Er macht das Eisen und Essen kriegen wir auch zusammen. Sollte eigentlich funktionieren. Was haben wir hier jetzt? Okay, das Lasttier ist weg, ist klar. Und das war der neue Zögling. Alles auch gut. Jetzt können alle vier Zöglinge arbeiten. Alle können zurück an die Arbeit. Halt einen faulen Zögling eine Aufgabe zu. Habe ich gemacht. Wähle deine Rezepte für Billy aus und sammle die erforderlichen Rohstoffe. Versuche genügend Rationen herzustellen, um die Auge zu erreichen. Verlasse Reste
ehe die Welle eintrifft. Ja, jetzt haben wir alles so weit fertig, dass wir nur noch die Rohstoffe brauchen, ne? Alle haben eine Aufgabe, oder? Ja, weiter geht's. Oh, Rationen haben wir schon über. Und da haben wir genug, das heißt, so viel Getreide können wir wahrscheinlich gar nicht mitnehmen. Aber was anderes bringt uns jetzt gerade nicht so wirklich was, oder? Wir müssten mal gucken, dass wir reisefertige Klamotten hinkriegen. Zeltlager gibt's nur fest. Den Bauernhof, den gibt es auch in einer bewegten Form, also brauchen wir Holz. Wenn Ju da auf dem Bauernhof fertig ist, steht jetzt nichts. Sieht man nicht, dass der sich hin und her bewegt. Wir müssen oben drauf passen, dass das Getreide abgeliefert wird. Ich sehe aber nicht hier keine Änderung. Ju soll jetzt Holz schlagen. Weil wir haben jetzt erstmal Getreide genug, denke ich. Der Bäcker backt aber noch, ne, oder? Wartet auf Rohstoffe Holz. Wieso wartet der Bäcker auf Rohstoffe Holz? Ach, das. Der Ofen braucht Feuer, oder wie ist das? Ist ja mal gut, dass wir schon Holz gesammelt haben, ne? Wir haben jetzt genug, aber die Welle ist noch weit weg. Ich denke, wir hören auf mit Wolle sammeln, wenn der da. So, hat er abgeliefert. Jetzt, die Wolle lassen wir jetzt mal außen vor. Und müssten jetzt einen Steinbruch eigentlich noch basteln, ne? Dafür brauchen wir wieder Holz. Tatsächlich brauchen wir dafür das hier. Nur 80 Holz. Dann lass den noch Holz sammeln, dass wir das mehr kriegen. Eigentlich sieht alles gut aus, oder? Wir müssen das nutzen, so lange Rohstoffe zu sammeln, wie es irgendwie geht. Aber ist die gute Frage, ob das Sinn macht, ne? So, Erz sind wir los. 188. Und anderes Erz gibt es hier nicht. Das heißt, der bringt die Rohstoffe noch zurück. So, und dann hat er nichts mehr zu tun. Kann ich das abreißen? Da. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Gibt keine Rohstoffe zurück. Aber wir kriegen die Fläche auf jeden Fall wieder frei. So, da aber keine Kyrikas mehr da sind, müssen wir die sammeln, damit er hier das noch machen kann, weil Kyrikas braucht er ja auch. Das haben wir nicht bedacht, ne? So, Holz haben wir 152. Jetzt wollten wir mit dem Holz. So, das ist zurückgekehrt. Da ist so das. So, das kann jetzt erstmal. Das wäre 80. Das bedeutet, ach, 209. Wir könnten das tatsächlich bauen. Und können es dann fürs nächste Mal mitnehmen. Es wäre alles da dafür. Den Rest kriegen wir noch.
Ich baue das da mal hin. Das ist ja beweglich, das ist ja gut für die nächste Runde. Weiß zwar nicht, ob jetzt gerade das Ideale ist, einen Steinbruch zu bauen, aber irgendwofür wird es gut sein. Also wir dürfen auf gar keinen Fall noch hier Eisen jetzt Erz verbauen. Und er baut das jetzt ab. Currycast haben wir, Getreide haben wir. Nicht mehr, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Ju brauchen wir jetzt. Ist das Ju? Nein, das ist Raya. Da ist Ju. Der macht jetzt wieder Getreide. Wir haben Rationen ohne Ende. Und kriegen jetzt gleich die ersten Steine. Die Welle ist noch weit weg. Sieht noch gut aus, oder? Jetzt ist Getreide gleich alle. Schon die Frage, ob man einen zweiten Bauernhof braucht. Was kann er denn jetzt noch sammeln? Hier Kyrikas, weil momentan kein Getreide da ist. Ach, jetzt ist das Getreide doch so schnell schon gekommen. Aber wir nehmen lieber ein paar Kyrikas mit. So, der hat abgeliefert. Okay, der Bauernhof ist alle. Das ist auch alle. Jetzt haben wir den so das hier als Dingens. Hier unten blinkt's. Ja. Ist zwar nicht diese Runde wichtig, aber dann in der nächsten. So, das bedeutet, wir brauchen jetzt definitiv einen Bauernhof. Also Billy kann jetzt wieder im Bauernhof im Dingens arbeiten. Und Hugh bringt Rohstoffe noch zurück, okay. Na, klick mal einmal dran. So, jetzt ist Hugh am nix tun. So, was bauen wir? Können wir nicht bauen zum Mitnehmen? Könnten wir bauen zum Mitnehmen. Dafür brauchen wir aber 80 Steine. Das wollen wir nicht bauen wegen Eisenerz. Die Erntehütte, 30, 40, die können wir bauen sogar. Und die können wir sogar mitnehmen. Und wir können noch Kyrika schneller abbauen. Mach ich. Auswählen. So, er ist jetzt hier noch unterwegs. Ich weiß nicht, ob man die Tiere auch mitnehmen kann. Wir haben von allen erstmal genug. Bis auf die Wolle. Sammeln mal den ein. Ich weiß nicht, ob wir ihn mitnehmen können. Wenn wir mitnehmen können, ist das aber cool. So. Ich glaube, dann haben alle was zu tun erstmal, ne? Wir kriegen die ersten Steine. Ne, die ersten nicht, aber wir kriegen Steine. Da haben wir jetzt 88. Kyrikas werden abgebaut. Aber das ist ja unser Bäcker, ne? Billy. Ne, Raya ist das. Wo sind der Bäcker? Ist der? Stellt her. Achso, der ist doch in der Bäckerei wohl. Wir haben kein Getreide gleich mehr. Das heißt, wir brauchen einen Bauernhof. Ich denke, wir lassen hier so das noch einmal den Dingens bauen. Der war ja auch der Ingenieur, ne? Ja. Und dann soll er noch was bauen. So, jetzt sind so dass das zurück. Und so das wird jetzt
die Erntehütte haben wir schon aufgegeben, ne? Shit, ich glaube, ich habe eben jemand Falsches die Erntehütte machen lassen, oder vertue ich mich da gerade? Die Erntehütte ist hier hingekommen. Ach, kann man auch bewegen. Und macht Sinn, dass wir noch Holz sammeln dann. Dann kriegen wir den Bauernhof beweglich, dann nehmen wir den nämlich mit in die nächste Rast. Das macht ganz viel Sinn. Das müssen wir so lange machen. Ist einer jetzt fertig hier mit dem untätig? Ja, Ju ist untätig. Ju hat jetzt den Dingens geholt, oder? Wo steht denn Ju? Naja, da ist noch nichts fertig von Ju. Dann kann Ju hier noch Kyrikas holen, oder? Getreide kriegen wir jetzt gerade nicht. Okay, da gibt es jetzt gleich das Holz. Und dann kommen wir, glaube ich, über 100, ne? Genau. Und das ist Sodas. Sodas baut jetzt hier den beweglichen Bauernhof. Wunderbar. Und dann können wir den nämlich mitnehmen. So, weiter geht's. Also das Tier ist weg. Und da sind auch keine Kyrikas mehr. Läuft aber erst noch, oder? So, jetzt kann er da Getreide abziehen. Er macht aber gar nichts mehr, der Billy. Der wartet auf Rohstoffe. Er kann Obstpüree basteln. Dann soll er das tun. Das gibt ja auch Portionen, wie wir gerade gesehen haben. So, da oben gibt es gleich Getreide. Muss nur gucken, dass die Welle nicht da uns überschwappt. So, jetzt kann er... Hat kein Holz mehr. Du glaubst es doch nicht, oder? Die Bäckerei braucht Holz. Das wird complicated, ey. Wir haben keine Wolle mehr. Shit. Was sammelt er denn jetzt hier? Der muss jetzt was anderes sammeln. Der muss jetzt hier die Wolle sammeln. Und wir müssen gleich noch einen zweiten das auch noch machen lassen. Wir sind nämlich kurz vor der Welle da unten. Ach, kann nur einer. Alles klar, dann bleib du mal da. Hoffentlich kriegen wir das jetzt noch so lange zusammen. Da haben wir einen Humbug gebaut, oder? Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Und jetzt ist die Überflutung da und wir haben noch nicht mal das Essen da. Das Gebäude, das letzte, was wir gebaut haben, war nicht richtig. Und zu Ende, oder? Ja. Da fehlen uns 18 und da ist die Flut. Diesmal ist niemand gestorben, also gestorben sind sie jetzt alle wegen der Flut. Aber wir haben die Flut gesehen, das hatten wir noch nicht. Tja, mit dir trägst du den letzten Hauch der Seelen, die ihnen einst innewohnten. Du hast versucht, sie zu führen, zu tragen, sie auf den richtigen Weg und zu den richtigen Aufgaben zu leiten. Vor dir siehst du das Ergebnis deiner vergeblichen Bemühungen, siehe ihre Kleidung, wie sie an den Ebenen, den Bergen und den Wäldern anschwemmt. Du könntest sie vortragen, während du nicht selbst ebenso schwach geworden. Du spürst, wie dein Daseinszweck dich an einen anderen Ort zu einem anderen Stamm treibt. Ja, müssen wir wiederholen, ne? Machen wir in der nächsten Folge. Wieder mal den letzten Moment nicht berechnet, dass wir die Wolle brauchten, die wir dann für den Bauernhof gemacht haben.
Wir haben schon wieder den zweiten Schritt vor den ersten gemacht. Das war unser Problem. Okay, dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war die Vorschau Nummer 7. Wir sehen uns in der Vorschau Nummer 8. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne einen Kommentar schreiben, wie ihr das Spiel findet, etc. Was man besser machen kann. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt das gerne rein. Und gerne das Video natürlich auch auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.